einfach wieder auch hineingetaucht bin in der ganzen Angelegenheit, dann wurde mir doch so nach und nach dann auch klar, dass Doping schon lange kein Problem mehr des Sports ist, sondern Doping ist ein Problem innerhalb der Leistungsgesellschaft. Ich habe immer wieder auch sehr viele Gespräche auch nochmal in den letzten Monaten gehabt, mich Aktivitäten und Jugendzentren, nicht nur bei uns im Ruhrgebiet, sondern darüber hinaus auch in ganz Deutschland, auch im Münchner Raum gehabt. Und da sind sehr viele Jugendliche auch dabei, die zu mir gesagt haben, nach dem Motto vorgehen, wer bei uns in der Clique den dicksten Arm hat, hat am meisten zu sagen. Ein Kumpel von mir oder mein Nachbar, der fährt ein dickes Auto, kann ich mir nicht erlauben, aber ich baue mir meinen athletischen Körper auf, den kann mir keiner mehr nehmen. Das sind natürlich alles solche Gegebenheiten, die zum Nachdenken gegeben haben, zu sagen, ich bin gegen Doping, ich bin der große Dopingkämpfer, wird dann positiv getestet auf Dopingmittel und nachher dann einfach zu sagen, gut, das war irgendwo in den Zahnwasser drin. Ich weiß nicht, wer es nachvollziehen konnte. Ich hatte da meine Schwierigkeiten. 2002 zum Beispiel war auch der Fall Jan Ullrich. Ich habe auch Gespräche mit Soldaten, die sagen, Mensch, ich muss Einzelkämpferausbildung machen, bin körperlich da gar nicht so in der Lage. Ich wiege nur 65 Kilo. Welche Dopingkur kann ich zu mir nehmen, aber ohne Nebenwirkung? Also ich wollte es ja einfach nicht geben. Genauso wie Polizeibeamte. Ich hatte mal einen Anruf gehabt, der sagte zu mir, Mensch, da haben sich natürlich auch so ein bisschen, kann man sagen, meine Idole. Ich will euch mal ein Bild zeigen, dass ihr so einen Einblick dann auch bekommt, wie ich ausgesehen habe in dieser Phase, kurz vor der Operation, dass ich dann so aussehe. Also ich würde sagen, das ist schon ein Körbchen größer A und auch eine Stufe mehr. Also für jemanden, der natürlich seine Sportart finden wollte, wollte einen athletischen oder männlichen Körper haben, nachher im Endeffekt eine Frauenbrust bekommt, durch diese ganzen Hormone, da könnt ihr euch vorstellen, dass das natürlich Erlebnisse sind, die mich bis heute verfolgen. Und das ist natürlich auch in der Richtung eine gewisse Art Aufarbeitung für mich selber ist, mich aufzumachen, jetzt hier nach euch hier oben an Kiel hinzukommen, persönlich mich über irgendwelche Fälle aus Amerika zu berichten oder großartig rumzulamentieren über Ulrich und Co. und dann anhand meiner eigenen Erfahrungen euch nicht mit erhobenen Zeigefinger zu warnen, sondern euch zum Nachdenken anzuregen. Aber wie gesagt, Abzaugen war nicht. Ich habe mir. Und ich war natürlich froh, dass ich im Koma gelebt habe. Gerade auch für welche, die aufgang zu gehen, dass er die Brustwurzelwarzen dann aufklappen musste und dann eben dieses beschädigte Brustdrüsengewebe dann herausschneiden konnte. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass da auch Narben entstanden sind. Wie lange ist die OP her? Von 2002. Danke mal wieder. Also man kann vielleicht mal. Vornarkose. Das ist ja auch noch hier. Ich kann mich für
Ganz toll. Jemand, der seine Sportart finden wollte. Dass man sich ungefähr vorstellen kann. Was mit Anabolika eben passieren kann. Wir können auch Muskelkörper haben. Ich denke, das reicht. Aber ich denke mal, zu komplettieren, jemand hat. Ich habe alles im Griff, ich habe die richtige Dosierung für dich. Nein, bitte nicht. Wie hat es dir gefallen? Erzähl mal kurz. Sehr interessant, weil ich meine, ist ja jetzt in aller Munde das Thema Doping und ja. Fand ich interessant, vor allem er hat ja selber einen eigenen Leib erfahren müssen, was da passiert ist und auch die Aufnahmen aus der OP. Fand ich sehr interessant. Kennst du dieses Thema dicke Muckis, wenn die nichts Arm hat, ist der Chef? Ja, natürlich. Ja. Sieht man ja auch. Ja. Hast du selber oder Freunde, die damit auch auf solchen Körperkult Wert legen? Nee, eigentlich nicht. Also ich meine, natürlich, Leute gehen ins Fitnessstudio, aber jetzt nicht so, um sich zu präsentieren und dann damit rumzulaufen, sondern weil es für sie halt gut aussieht oder so. Ja. Okay, danke. Gefallen? Mir hat es sehr gut gefallen. Warum? Weil ich finde eigentlich, dass es ein Thema ist, was uns alle irgendwie so in der Zeit betrifft. Mhm. Viele Freunde machen das, ist eigentlich sehr bekannt zur Zeit, so Bodybuilding und so. Und hat halt mal einfach mal die Schattenseiten aufgezeigt und das finde ich eigentlich ziemlich wichtig. Hast du also eigene Erfahrungen, im eigenen Bekanntenkreis auch Leute, die so intensiv Körper in ihrem Körper arbeiten? Ja, so intensiv denke ich nicht, aber Ansätze schon. Also, Und was war besonders beeindruckend? Die Videoaufnahmen von seiner Operation. Ja. Selber immer noch Ambitionen, jetzt auch einen dicken Oberarm zu kriegen? Oder irgendwann mal darüber nachgedacht, auch Anabolika zu schlucken, um besser auszusehen? Nee, niemals. Niemals? Nee. Ja. Und jetzt ist recht nicht? Nee, auf keinen Fall. Okay, danke. Ja, sehr gut. Ja, wie hat es dir gefallen? Sehr gut, sehr gut. Was war besonders gut? Ja, dass er es im eigenen Leib erfahren hat und aus seiner eigenen Erfahrung gesprochen hat. Was nimmst du für dich mit raus? Naja, ich würde so niemals solche Dopingmittel zu mir nehmen. Also nur, dass es wirklich gesundheitsschädlich ist und auch ein eigener Körper von dem Herrn jetzt erfahren wird, solche ist. Ist das bei euch im Freundeskreis, im Bekanntenkreis auch so ein Thema, Fitness, Körperlichkeit, immer laufen, Muskeln aufbauen? Ja, Sportlichkeit ist ein Thema, aber keine Körpermuskulatur oder breite Muskeln eigentlich nicht. Nur, dass man halt sportlich ist oder mithalten kann bei Fußballspielen, ist aber sonst eigentlich nicht. Und bei den Mädels? Ach, man kann auch Mädels bekommen, ohne jetzt ein bisschen im Körper zu haben, denke ich mal. Okay, danke. Schön. Drei Worte, hat es Ihnen gefallen? Die Veranstaltung war sehr interessant. An den Reaktionen der Schüler hat man auch gemerkt, dass sie sehr geschluckt haben. Man merkt Herrn Börsen auch an, dass er durchaus eine betroffene Persönlichkeit ist. Und, ich habe mir noch ein paar mehr Fragen von den Schülern gewünscht, aber ich glaube, die waren einfach auch sprachlos. Gerade was die Bilder betrifft und seine Vorher-Nachher-Bilder haben einige Auswirkungen gezeigt. Ist das mit deinen Schülern ein großes Thema? Fitness, Körperlichkeit, dicke Muskeln? Körperkult sicherlich mit sehr negativen Auswirkungen bei den Mädchen. Wir haben also durchaus sehr viele magersüchtige Schülerinnen bei uns an der Schule. Das ist das Thema. Und bei den Jungs, dass die gut aussehen wollen, sicherlich auch. Also die gehen schon ins Fitnessstudio und achten schon auf sich. Ja. Haben Sie irgendwo Schüler, die, wo Sie sagen, Mensch, da ist auch ein bisschen Anabolika-Testosteron im Hintergrund? Also diese Vermutung kann ich nicht anstellen. Das ist
und so weiter, müssen sie sicherlich die Schüler selber mal fragen. Ich habe keinen gesehen, würde ich sagen. Würde ich nicht sagen, aber man weiß es nicht, die Statistiken, wenn man sich überlegt, was Herr Beuys noch sagte, dass jeder Siebte inzwischen was nimmt, das sind schon beträchtliche Zahlen, die auch hierher kommen. Aber über unsere Schülerschaft kann ich hier keine Vermutung anstellen. Die Jungs selber sagten, ja, das war schon beeindruckend, halt das alles zu sehen. Aber nein, sie selber würden also nichts schlucken und die Mädels würden auch nicht auf dicken Oberarmen stehen. Ist das nicht doch ein bisschen so in unserer Gesellschaft, wer stark ist, wer groß auftrumpfen kann, der setzt sich auch durch? Ja, sicherlich. Ja. Natürlich will man im Sport auch der Beste sein und der Erste sein, das ist ganz klar. Mich hat ja auch diese Frage interessiert, was seine Freundin zu ihm damals gesagt hatte. Und hat das wohl alles so geschluckt und hingenommen? Das fand ich auch ganz erstaunlich. Also mich würden solche Körper eher abschrecken und gut definiert. Da stehen die Mädels natürlich auch drauf, weil die Werbung uns das natürlich auch suggeriert. Aber wenn man dann die Nebenwirkungen kennt, glaube ich, schreckt das dann doch hoffentlich auch ab. Ich danke dir. Achso, ich bin ja nicht so weit. Okay. Herzlichen Dank. Der Vortrag war hervorragend. Wir sind also wirklich begeistert darüber, dass dieses Thema an den Schulen schon behandelt wird. Wir wissen, dass es ein riesengroßes Problem ist und ein wesentlicher Baustein der Kriminalitätsbekämpfung ist für uns die Prävention. Lieber schon verhindern, als hinterher erst bestrafen zu müssen. Sie sagen, ein riesengroßes Problem, können Sie es in Zahlen ausdrücken? In Zahlen können wir es noch nicht ausdrücken. Wir sind aufgrund auch der gesetzlichen Grundlagen im Moment noch gar nicht in der Lage, das Dunkelfeld aufzuhalten. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten gerade im Dopinghandel und im Anabolikahandel Strukturen erkennen können, aber das ist wohl nur die Spitze des Eisbergs. Das heißt also, in den meisten Fitnessstudios kann man davon ausgehen, wird mit solchen Tabletten gehandelt? Ja, ich würde das nicht auf Fitnessstudios begrenzen wollen. Ich würde das auch nicht auf das Bereich Bodybuilding alleine begrenzen. Aber hier sind die Strukturen halt zum ersten Mal auffällig geworden. Nun mag es auch eine gewisse Affinität geben zu bestimmten Bereichen anderer Kriminalitäts- und Deliktsfelder. Ich denke also an den Bereich Türsteher-Szene, ich denke an den Bereich private Sicherheitsdienste und Unternehmen, dass die Bodybuilding-Szene eine besondere, in sich auch geschlossene Szene ist. Und wenig Verbindung auch zu anderen Sportarten. Das heißt, ein Anabolikamissbrauch in Deutschland, in Berlin nimmt zu? Ein Thema durch die ganze Gesellschaft hindurch, auch für andere Sportarten, geschuldet dem Schönheitswahnsinn. Herr Björsen hat es ja netterweise angesprochen, die Idole, die heutzutage in der Werbung zu sehen sind, gerade auf die männlichen, mit Waschbrettbauch, wer will dem nicht nacheifern? Dicken Oberarm vor allem. Der dicke Oberarm und dann attraktiv zu wirken, möglicherweise, das ist ein Problem, das ist wirklich ein gesellschaftliches. Vielen Dank. War auch schon ein Bild bei mir. Ja, genau. Naja, jedenfalls, da war es halt im Mentor-Studio, dort im Power-Gym, da war es halt natürlich gang und gäbe. Also sagen wir mal, so 90% haben ungefähr Anabolika genommen oder so. Und, aber die waren alle super freundlich. Also ganz viele sind so mit Vorurteilen dort behaftet und die sagen dann so, ah, du warst in dem Pumperstudio. Aber die haben alle zum Beispiel immer gesagt, so, wir haben das genommen, aber du sollst es nicht nehmen und so. Keiner, also es gab nur einer, der es mir angeboten hat und da habe ich mir natürlich gleich Nein gesagt. Aber ansonsten, die haben alles so halt erzählt, die trainieren seit 15 Jahren schon. Und manche haben sich gedacht, Mann, ich habe keine Brustmuskeln, also nehme ich dann einfach Anabolika. Andere haben gesagt, ich bin an meinem Maximum angekommen, ich möchte jetzt noch weitergehen, also haben die Anabolika genommen. Manche haben es einfach so bekommen, von einem Cousin oder Verwandten oder so. Er hat gesagt, nimm mal, da wirst du stärker. Und die haben mich auch so nicht drüber nachgedacht. Und dann, wollen sie den Kindern von Verwandtschaft oder genau, so? Genau, der hat in Ordnung. Ja, der hat starke Akne bekommen, Haare wachsen nach den Ohren und überall so eigentlich. Und auf den Rücken gestanden. Ja, genau. Ja, aber die waren abgesehen trotzdem davon, war es ein super Fitnessstudio, so ein geiles Training. Ja, beste Training. Ja, und wenn du sagst, du bist also auch dieses Mal angeboten worden, einfach so? Ja, ich bin auch nicht. Also ich sag mal so, alle, die das so genommen haben, bis auf einer, das war ein Jugendlicher, der war so 20, 19, alle waren, also die haben gesagt, ja, wir haben mal was genommen, aber das war der Einzige, der, als ich in der Umkleide mit ihm gesprochen habe, und der war immer freundlich, aber der hat dann so gesagt, hier, ich habe noch 3 Ampullen, möchtest du die haben? Ja. Habe ich Nein gesagt. Das war der Einzige, ansonsten alle anderen, die haben uns davon ferngehalten auch so. Also die haben dann gesagt, so, schwachsinnig sowas zu nehmen und so. Aber die für sich haben es so genommen, das sind auch welche, die haben Medizin studiert, denn der hat einen Abendurchschnitt von 1,1, hat Medizin studiert. Und er hat es auch genommen halt. Ja, welche Dosierung, welche Kombination ich dann einnehme? Aber es gibt dann natürlich dumme Menschen wie Boris, nämlich der dann die 7-fache Dosis nimmt und dann einmal pro Woche umkippt, seine Frau ihn zweimal wiederbelegen musste. Und er natürlich ganz normal, bei den Wettkämpfen ist ja gar nicht.
bisschen Kraft habe, um meine Kinder auf den Arm zu nehmen, da weiß ich doch schon. Wo dann nur 80 Kilo hat, was soll ich damit machen? Und mit so einem Arm ist überhaupt nichts. Jetzt stellen wir mal vor, du hast hier zum Beispiel einen Berufswunsch. Man weiß hier zum Beispiel, was man werden will, wie du hier zum Beispiel. Hier weiß keiner, was er werden will. Die meisten sagen, der Mensch will nichts werden, aber er wird etwas sein. Und ich meine, wir sind ja schon irgendwo was. Weil wir haben zum Beispiel schon die Möglichkeit, hier diese Atmosphäre aufzubauen. Und mir geht es ja heute auch sowieso nicht darum, dass man bekommen könnte ohne Doping. Gibt es denn jemanden, der sagt, ja, wenn ich ohne Doping, ohne Nebenwirkungen und Körper hätte, das wäre gut? Oder die jungen Frauen hier, oder dann sagt der Mensch, wenn mein Freund so aussieht, wäre das okay, oder würde man sagen, ach, der ist schon wieder zu viel? Schon wieder zu viel, ne? Ja, schon wieder zu krank dann auch, ne? Weil man sitzt dann selber mit so einem Partner, der eine ganze kaputte Quarkdose dich hier geben läuft. Und nur auf Ernährung, den kannst du ja auch nicht mal sagen, guck mal, wenn du erstmal auch ein bisschen Pizza essen. Geht ja nicht. Ich bin den ganzen Tag damals mit Aminosäurentabletten hier gegen gelaufen, weil ich mir gesagt habe, alle zwei Stunden muss ich so Eiweiß zu mir nehmen. Da, wie gesagt, da war ich mit Pizza essen irgendwo, dass ihr das alles fett und dann Muskulatur ist dann ja nicht zu sehen und so. Ich habe auch gar keine normale Ernährung mehr zu mir genommen. Ich habe mir so einen Mixer geholt, wenn ich morgens aufgestanden bin. Dann erst, weil ich gemacht habe, einen halben Liter Milch in den Mixer reingeschüttet, den Mixer angemacht und in dem Strudel habe ich Haferflocken reingekippt. Milch, Haferflocken, bis die ganze Tüte drin war. So ein Berg. 500 Gramm auf dem Teller. Keine Chance. Nur unter Drogen schaffst du das. Keine Chance. Schaffst du gar nicht. Aber im Mixer, da ging nicht. Banane noch mal, 250 Gramm Quark, Süßstoff ohne Ende, hat geschmeckt wie Knüppel aus dem Sack. Wie kleist du den Sägemehl? Ekelhaft, weil hat sich reingezogen, weil ich genau wusste, 3-4 Stunden, brauchst du ja nichts kümmern, danach kannst du hingehen, hast du die ganze Sache weg. Psychisch abhängig. Habe ich so lange gemacht, bis ich alles vorm ist, die ganze Wicke vollgekotzt habe. Also, es musste erst wieder was passieren. Wo ich mir gesagt habe, hier bist du eigentlich bescheuert, was siehst du hier aber auch mal? Wieso war man so ein Fenster gelaufen, aber nachts, war morgens um 5 eiskalt draußen, bin ich zum Fenster noch gegangen, hab noch die Finger rausgehalten, weil ich dachte, naja, der Kreislauf will ich den auch erholen und so. Keine Chance gehabt. Verrückt. Bringt den einfach nicht. Also du wirst ja immer schematisiert, du wirst ja immer in so eine Schublade reingesteckt und doof ist er ja sowieso, der Bodybuilder, ist ja klar. Das ist ja sowieso. Also es bringt ja sowieso auch nichts. In der Richtung. Wie lange haben Sie da schon gedopt? Zu dieser Zeit habe ich mich schon, sagen wir mal, knapp 5 Jahre. Das war so Anfang, also 84 habe ich angefangen mit dem Training. 85 ist dieses erste Foto hier mit diesen breiten Grinsen und mit den Tennissocken. Und dieses hier zum Beispiel, da sind nur knapp 2 Jahre auseinander. Knapp 2 Jahre nur. Wie ein anderer Mensch. Und wenn man mich heute in der Mitte sieht, dann weiß man und kann sich auch vorstellen, dass ich genauso, wie ich mich vom Körper her verändert habe, genauso auch ganz klar von der Einstellung her, dass ich heute erstmal den Durchblick habe. Heute weiß ich, was los ist. Ich damals natürlich hätte dies alles gewusst, was ich heute weiß, wäre natürlich viel kritischer gewesen, hätte gesagt, pass auf, hier, der ganze Zeug hier, was gibt es denn hier? Muss ich erstmal analysieren lassen, kann gefährlich sein. Ja, aber ich habe auch gar keinen Anlass dazu gehabt, nachzufragen, mir zu sagen, ja gut, will er mich hier körperlich schädigen? Warum schenkt er mir dann am Anfang? Danach habe ich ja auch bezahlt. Anfang habe ich ja Sachen auch geschenkt gekriegt und nachher ging es los mit 80 Mark, wenn ich auch bezahlt habe. Zum Beispiel, dass der Bertel Fox, den auch vom Namen her, aber so Insider, der zum Beispiel sitzt im Gefängnis, der hat seine Frau totgeschlagen. Der war normalerweise ein ganz ruhiger Vertreter, ganz normaler Typ, irgendwo außer vom Körper her. Und dann hat er irgendwann mal im Urlaub einen Rappel gekriegt durch der ganze Testosteron und hat seine Frau da totgeschlagen. Und jetzt sagt natürlich der ein oder andere, Mensch, gut, der Böse und wird sich für die Jugend einsetzen.
Und das ist alles nicht so einfach und da sind auch viele andere, die da was gegen haben, weil es ja alles um Geld geht. Und ich kann nur sagen, es ist einfach besser, Licht anzuzünden, als über die Dunkelheit zu klagen. Und ich hoffe, dass ihr alle in eurem Leben immer die richtigen Entscheidungen trifft. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn man sein persönliches Ziel im Sport in dem Bereich als genetische Grenze sieht, dann wird einen natürlich auch Kraftsport oder auch andere Sportarten einem für immer faszinieren. Weil wenn man sich Sportarten anguckt im Leichtathletikbereich, beim 100-Meter-Lauf, da geht es ja nicht darum, selbst derjenige, der es als erstes über die Ziellinie läuft, der guckt ja erstmal auf die Uhr. Dass er Erster geworden ist, ist eine schöne Sache, aber die wollen ja alle Weltrekord laufen. Und offensichtlich ist es ja auch so, dass der zweite Platz, der zählt ja gar nicht mehr. Was glaubt ihr denn, warum es denn nicht nur im sportlichen Bereich so ist, sondern so wie in vielen anderen Angelegenheiten auch, dass so der zweite oder dritte Platz, der zählt ja gar nicht. Was glaubt ihr denn, woran das denn liegt? Ich nehme mal so ein bisschen Anabolika, ich nehme mal nur eine Kur. Man muss sich vorstellen, von der Diagnose her, was jetzt gesagt worden ist, auch hier mit den Brandopfern, AIDS-Kranke, wenn die sagen wir mal eine halbe oder eine Tablette zu sich nehmen, okay, müssen aber trotz alledem auch dann schon irgendwie mit Nebenwirkungen rechnen. Wer aber im leistungssteigenden Bereich, auch gerade jetzt was mit Muskulatur zu tun hat, arbeitet, Dopingmittel einnehmen will, muss sie ja immer in Überdosierung zu sich nehmen. Und jede Überdosierung ist ja immer schädlich. Da kann ich, was weiß ich, ich habe Husten und da anstatt einen Teelöffel zu mir zu nehmen, da trinke ich die ganze Pulle. Da muss ich auch irgendwie damit rechnen, dass ich dann irgendwo Magenschmerzen kriege. Ne? Da auf dem Bau irgendwo schwere Arbeit vielleicht machen, wenn überhaupt. Bitte? Sag ruhig, kannst du lauter sagen. Ich meine, zu der Zeit zum Beispiel waren solche Leute, das waren so meine Idole gewesen. Und da war ich natürlich froh, dass ich da im Koma lag. Ich hätte eine historische Ahnung haben von Ernährung und über ihren Körper hundertprozentig voll Bescheid wissen. Und dass sie auch ein hartes Training absolvieren müssen, steht außer Frage. Und das ist natürlich, sagen wir mal, der alte Spruch, wenn man sagt zum Beispiel, viel Watt und nichts im Kopf. Ich meine, der zieht ja schon lange nicht mehr. Seit Arnold Schwarzenegger Gouverneur in Kalifornien geworden ist, da wissen wir ja natürlich alle, das haut nicht so hin. Also selbst wenn man nur die Intelligenz dazu benutzen würde, sich die Dosierung aufzuschreiben, welche Dopingmittel ich einnehme. Also wer dumm im Kopf ist, würde so einen Körper auch nicht aufbauen können. Und was hat der für Brustmuskeln, für Waschbettbauch? Und wir wollen das auch ganz schnell erreichen. Und im Umkleideraum, aus der Trainingstasche heraus, haben wir schon unser erstes kleines Tablettchen bekommen. Wie kleine Sterne haben die auf der Handfläche gewitzelt, solche Apparate, die waren damals sogar noch ohne dieses Chelier-Zeug da unten, also die waren immer nicht schwer zu schlucken. Da musste man schon wahnsinnig motiviert sein, um überhaupt diese Aminosäuren-Tabletten zu sich zu nehmen. Und dann kriegst du von deinem Idol, also kein dreckiger Dealer von der Straße, kriegst du so kleine Tablettchen, und da machst du dir natürlich überhaupt gar keinen Kopf, weil er sieht ja nicht gerade um.